Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 9. Juli. Tagessiegel für heute sind, das erste Siegel ist Lemati, das zweite Siegel Kri und das dritte Siegel Solaya. Wow. Ja, heute geht es darum, dass wir wirklich hingebungsvoll unsere eigene Lebenskraft mit der Welt teilen dürfen, dass wir wirklich in unsere absolute Strahlkraft, aber auch in unsere körperliche Energie, in unsere körperliche Kraft kommen. Lemati hilft uns dabei, wirklich uns diesem Fluss der Liebe hinzugeben, der göttlichen Quelle in uns hinzugeben, das Kleine, das sich an das Große anlehnen darf, um über sich selbst hinauszuwachsen. Wir fühlen uns oft so kraftlos und so schwach, weil wir eben glauben, wir müssen alles alleine schaffen. Ja, es gibt so diesen Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist auf der einen Seite zwar richtig, aber wir dürfen eben verstehen, dass wir getragen sind, dass wir eben uns an dieses Große anlehnen dürfen. So ist das gemeint. Ja, wenn wir wirklich in diese Hingabe gehen, wenn wir in diese tiefe Hingabe gehen, dass egal was in meinem Leben passiert, ich niemals alleine bin und dass die Lösung wirklich im gesamten Universum, im Einheitsbewusstsein zu finden ist. Und in diese Lösung, in diese Göttlichkeit darf ich mich hineinfallen lassen, und zwar hineinfallen lassen in mein eigenes Herz, denn ich muss gar nicht so weit gehen, ich muss gar nicht im Außen irgendwo suchen, wo sich das Göttliche befindet, denn das Göttliche ist unmittelbar in mir, in meinem eigenen Herzen. Lemati fließt über das spirituelle Herzchakra, das ist das höhere Herzchakra, also im Bereich der Thymusdrüse. Dort fließt die Energie von Lemati, das ist meine unmittelbare Verbindung eben mit der göttlichen Quelle. Und in diese Liebe dürfen wir uns hineinfallen lassen. Und das fällt vielen Menschen eben so schwer, dass sie eben glauben, die Liebe Gottes gilt für alle, nur für mich nicht. Wir fühlen uns abgetrennt von der Quelle, dadurch, dass wir einfach irgendwann mal abgetrennt wurden in Zeiten von Lemuria, weil wir den atlantischen Schmerz in uns haben, weil unsere Ahnen das vielleicht erlebt haben, weil wir selbst in anderen Leben erlebt haben, dass wir uns wirklich von der Quelle verlassen gefühlt haben, weil wir selbst erlebt haben, wenn wir uns vertrauen, wenn wir uns der Liebe hingeben, auch in Beziehungen beispielsweise, dann werden wir zurückgestoßen, dann werden wir auf uns selbst zurückgeschmissen. Aber dieser Schmerz, das ist ein so großer kollektiver Weltschmerz, ja, möchte ich schon fast sagen, der möchte so sehr in die Auflösung und in die Heilung gehen. Und wenn wir diesen Schmerz auflösen, können wir auch wirklich in unsere Kraft kommen, weil wir so oft eben dieses Anlehnen auch glauben, dass es im Außen stattfinden muss, gerade im Bereich einer Partnerschaft oder ja, der Eltern, der Großeltern, der Ursprungsfamilie. Und wir sind alles verletzte Kinder. Und diese verletzten inneren Kinder begegnen sich in ihrer Bedürftigkeit und der eine projiziert seinen Mangel eben auf den anderen. Und dadurch entsteht dann noch mehr Mangel, noch mehr Frustration. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Wenn ich mein unerlöstes Programm in einen anderen Menschen hineinprojiziere, dann kann der gar nicht anders, als mir dieses Programm wieder bestätigen und verstärken und umgekehrt eben auch. Ja, und wenn wir in dieses göttliche Urvertrauen zurückkehren dürfen, wenn das heilen darf, dass diese Liebe Gottes, dass alles, was ich in der äußeren Welt suche, wahrlich in mir zu finden ist, ja, dass dieser Verletzte, wenn ich eine Frau bin, dass dieser Mann, nach dem ich mich so sehr sehne, dass dieser männliche Anteil in mir einfach verletzt ist und befreit werden möchte, oder wenn du ein Mann bist und eine Frau suchst, dass dieser Verletzte, ja, Anteil in dir, den du in Frauen suchst, eben in dir, dein weiblicher Anteil ist, der heil werden darf. Das ist die Einheit, denn die erste Trennung von der göttlichen Energie, wenn sich die göttliche Energie anfängt zu verdichten, ist eben in das Männliche und in das Weibliche. Und das hat ganz viel eben mit dem Urschmerz zu tun, mit dem Verlust des Paradieses, Adam und Eva. Und ich könnte jetzt einen großen Ausflug machen, aber es geht wirklich darum, dieses verletzte Urvertrauen, diesen Schmerz, das, ja, des Getrenntseins von der Quelle, zunächst mal von der Energie, die mich nährt. Bei Frauen ist es dann oft eben die männliche Energie und bei Männern ist es oft die weibliche Energie. Wir haben beide Teile, alle beide.
sowohl dass die Männer haben einen männlichen und einen weiblichen Anteil und die Frauen eben auch. Ja, und je nachdem, was stärker ausgeprägt ist oder was eben verletzter ist, das suchen wir dann oftmals in der äußeren Welt und ziehen uns dadurch eben meistens noch mehr Enttäuschungen rein. Und das kostet so viel Lebenskraft, ja. Und mit Lemati darf wirklich dieses verletzte Urvertrauen, dass ich mich eben nicht fallen lassen kann, geheilt werden. Und das bedeutet, dass ich mich in mir selbst fallen lassen kann. Und wenn wir uns auf dieser Basis begegnen, anderen Menschen begegnen und diese Bedürftigkeit, dass der andere meine Wünsche erfüllen muss, beziehungsweise mich ganz machen muss, ja, wenn dieser Anspruch wegfällt, boah, wie frei können wir uns dann begegnen? Und das all das ist Lemati. Und in diese Heilung dürfen wir heute wirklich gehen und jedem, dem dieses Verletzte oder dem das göttliche Urvertrauen fehlt, weil wenn das göttliche Urvertrauen fehlt, dann fehlt automatisch auch das menschliche Urvertrauen, das Vertrauen in die Erde. Zu all jenen darf es heute zurückkehren. Das ist mein innigstes Gebet für unseren gesamten Kosmos, dass unser verletztes Urvertrauen wirklich heil werden darf. Dann bin ich in der Anbindung auch mit mir. Lemati ist immer die Anbindung an meine Göttlichkeit, die Verbindung zu meiner inneren Stimme. Und das stärkt Kri, Kri, die allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in mir ruht. Und das heißt in mir und nicht in dir, im Göttlichen in mir. Das bedeutet, du findest einfach auch mit der Hilfe von Kri die Antworten auf deine Fragen eben in dir, in der Tiefe deines Seins. Und was dem eben entgegensteht, was du noch an Schmerzprogrammen in dir trägst oder auch an Energien, die dem im Wege stehen. Ein Programm ist ja alles, es kann aus einem traumatischen Erlebnis der Kindheit kommen. Du kannst es von Ahnen übernommen haben. Du kannst es aus anderen Leben mitgebracht haben. Du kannst es durch Besendungen erfahren, durch künstliche Intelligenz. Diese ganzen Programme, die uns von unserer inneren Weisheit, von der Quelle in mir eben abtrennen oder jemals abgetrennt haben, dürfen heute mit Kri in die Heilung gehen. Es ist ein ganz, ganz großer Heilungstag, um in die eigene Anbindung und dadurch eben in die eigene Lebenskraft zu kommen, dass diese Fremdbestimmung aufhört und diese Suche im Außen, die uns ja auch als so, sage ich mal, orientierungslose Schafe umherirren lässt und dass wir immer gucken, was macht der, was sagt der, ist diese Information richtig, ist jene Information richtig. Es gibt so viele Informationen und welche die für dich richtige Information ist, ist vermutlich eine ganz andere und die findest du eben in dir. Und diese Befreiung darf heute wirklich stattfinden, auch mit der Hilfe von Solaya, dass wir in unsere ganz eigene Lebenskraft kommen, dass die Kraft der großen Sonne immer zu in und durch dich strahlt. Es strahlt immer alles in uns, die allumfassende Weisheit, die in uns ruht. Und das Kleine, das ich an das Große anlehnen darf. All das findet in uns statt, im Zentrum unseres Seins. Und wenn dieses von innen nach außen leuchtet, dann wird unser Weg so hell. Dann nimmt automatisch die Lebenskraft zu, die physische Kraft zu, die Lebensfreude. Ja, dann haben wir wirklich die Sonne und den Mond gleichzeitig in uns zum Leuchten gebracht, die Quelle, die Strahlen der Quelle, die dann in die Welt hinaus strahlen, als erlösende Strahlen, als befreiende Strahlen. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld deiner befreiten Lebenskraft, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen gemeinsam initiieren. Om Lemati, Om Kri. Om Solaya, Om Lemati, Om Kri, Om Solaya, Om Lemati, Om Kri, Om Solaya. Om Lemati, Om Kri, Om Solaya. Ich wünsche dir einen Tag voller Ankommen in dir selbst und voller Lebenskraft. Und wenn dir der Impuls gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn teilst, wenn du mir dein Gefällt mir schenkst. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das hier tun. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann bekommst du automatisch den nächsten Impuls. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Sieger erfahren möchtest,
findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.